Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder eine weitere Folge von dem Format quasi, wie gut ist eigentlich ... live. Wir haben uns von Bad Moms J und von Apache schon Live-Performances angesehen, wo wir gesehen haben, damn, die sind live am Abrasieren. Holy, ich werde, wenn ich dran denke, euch die beiden Videos oben ins i packen. Schreibt jetzt ganz wichtig, Künstler in die Kommentare und Künstlerinnen, wo ich die Live-Performances abchecken soll, wo ich bewerten soll, wo wir zusammen gucken, wo wir uns was anhören und gucken, ey, wie gut ist eigentlich so und so live. Ich versuche immer Live-Performances zu finden. Jetzt haben wir von Contra K eine, und zwar Warnung live aus Würzburg. Bei Contra K gibt es einige Live-Performances, die wir uns geben können. Falls es also eine bessere gibt, wo man vielleicht noch was Krasseres sieht oder so was Krasseres hört, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, von wem wollt ihr noch Live-Performances sehen? Wo soll ich mal abchecken, wie gut die eigentlich live sind? Ich habe bei Contra K immer gehört, dass er absolut krass sein soll live. Ich habe ihn leider nie live mitbekommen, nie live gesehen. Ich war nie bei irgendeinem Konzert von ihm. Habe aber immer gehört, dass er rasieren soll, dass es krass ist, dass die Leute abgehen, mitschreien, mitsingen, dass die Live-Band immer vor Ort ist, dass er große Bühnenbilder teilweise hat. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt, wie gesagt, Warnung aus Würzburg live von 2019. Ich bin sehr gespannt. Wir hören rein. Kommentiert jetzt auf jeden Fall nochmal Leute, wo ich auch Live-Performances abchecken soll. Und ja. Ey, die hat ja, oh mein Gott, jetzt das perfekte Bild von ihm gerade. Holy shit, seht ihr das? Das ist einfach die perfekte Aufnahme hier gerade. Okay, let's go. Oh mein Gott, allein jetzt direkt, es geht los, Gänsehaut gefühlt. Oh mein Gott. Also es geht direkt los. Wir sind im Song quasi, es geht los. Und man hört das ganze Stadion, die ganze Halle mitsingen. Ey, das ist wirklich krass, wow. Hä? Es ist krass, es ist immer so ein heftiges Feeling, wenn so eine ganze Halle, ein ganzes Stadion irgendwie mitsingt. Boah. Oh, jetzt die Liveband? Okay, bis jetzt, ich bin sehr zufrieden. Liveband, geil. Ey, wir alle mitmachen. Es machen ja alle mit. Krass. Hm. Okay, man hört wegen der Aufnahme nicht so perfekt seine Stimme raus, leider. Aber auch seine Stage Presence, wie er mit dem Publikum spielt, das ist schon krass. Das ist ein dicker Pluspunkt, finde ich. Nice. Also erstmal ganz dicke Pluspunkte hier für die Liveband. Das macht einfach einen dicken Unterschied, finde ich. Wir haben hier Rico als Backup-Rapper noch dabei. Auch einer aus seiner Gang, finde ich nice, dass der mit dabei ist. Und das ganze Publikum ist ja so bei ihm einfach. Das ist schon nice. Ey, ich find's auch cool, wie er mit denen spielt. Also ich war gerade selber voll gefesselt. Also er schafft es auf jeden Fall, das gut zu performen. Also er ist jetzt hier nicht so super am Tanzen, aber so ein paar Moves packt er aus, auch aus dem Musikvideo. Oder halt mit den Backup-Rappern spielen, mit dem Publikum so ein bisschen spielen. Er steht ja jetzt nicht so angewurzelt nur, wisst ihr. Also es ist schon, er fühlt sich sehr, sehr wohl, das sieht man einfach. Und man hört auch jetzt gerade, es läuft nichts im Hintergrund. Also man hört nur die Backup-Rapper. Aber er selber singt gerade nicht, deswegen hört man es nicht. Aber wenn er gleich wieder anfängt zu rappen, nice, also komplett live. Boah, ey, allein dieses Bild, das ist schon wieder ein Poster hier. Allein dieses Bild ist doch so krass. Richtig geil, Alter. Leider, die Audiospur, die wir haben, ist nicht perfekt, weil die Kamera von dem, der es aufgenommen hat, nicht perfekt das gecaptured hat oder er vielleicht auf dem Mikrofon war mit dem Finger oder so. Das heißt, wir müssen uns vielleicht nochmal irgendwann eine andere Live-Performance von ihm geben. Aber ich fühle es gerade einfach, um diese Energie zu sehen.
Ey, wenn du, das ist schon krass, das ist schon einer, du siehst, er hat Bock, er macht Energie, er will die Leute mitreißen und mitnehmen, das schafft er auch. Boah. Harmlos. Boah, man merkt einfach diese pure Energie. Oh, jetzt hört man seine Stimme gerade sehr clean und da, ey, das ist sehr, sehr clean. Die hört sich eins zu eins fast an wie aufgenommen. Aber man hört, dass es live ist. Man hört, dass es live ist. Krass, okay, das ist gut gerappt gerade. Boah, geil! Ey, gerade der schnelle Part war so clean, sauber, gut durchgerappt. Also gerade, das ist so anstrengend, was Schnelles auch zu rappen. Es ist live, du springst rum, du bist außer Atem, es ist warm, Leute sind da. Und dieser schnelle Part war so sauber gerappt. Ja, ich glaube, der ist ab und zu auf dem Mikrofon drauf, weil man merkt richtig, wenn es auf einmal richtig laut wird und man auf einmal viel mehr hört. Schade, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal eine Live-Performance von Kontra K geben und von anderen Leuten, schreibt's rein. Aber ich liebe das so abzuchecken, wer wie live performt irgendwie, weißt du? Oh, man merkt richtig, wie er seine Energie hier freilässt. Ich find's so krass, wie ihr alle mitreißt. Boah, wie cool. Geil. Wisst ihr, also er will den Leuten wirklich ein Erlebnis geben und so 100% geben, finde ich. Das ist geil und nicht irgendwie, keine Ahnung, andere Rapper kommen halb besoffen auf die Bühne, machen zwei Tracks mit nur Playback und das war's, aber er ist richtig so, bam, er will ihnen was geben. Wow, geil. Okay, es gibt sogar Blei auch noch. Oh mein Gott, Oberkörper. Oh, ey, wir geben uns Blei auch noch. Nicht jetzt in diesem Video, aber wir werden uns Blei auch noch irgendwann geben. Weil ich möchte echt, das ist ein cooles neues Format irgendwie für dich. So Live-Performances abchecken und zu gucken, wer performt wie gut live. Finde ich geil. Und bei Kontra K kann man das safe noch zwei, drei andere machen. Weil es gibt bestimmt auch irgendwo Aufnahmen, wo von diesen krassen Bühnenbildern oder Pyro-Shows, habe ich gehört. Da kann man safe auch irgendwas machen. Aber das war erstmal der erste Teil von Kontra K live und er ist krass am Rasieren. Ich denke, da ist noch viel Potenzial nach oben. Ja, das war jetzt noch nicht das Beste vom Besten, aber man hat gesehen, er nimmt die Leute mit, er ist da, er hat Energie und er singt halt live. Er hat zwei Backup-Rapper dabei, was ich cool finde. Er hat diesen einen schnellen Part komplett sauber durchgerappt, alles super verständlich. Wir haben eine Live-Band und was ich immer ganz wichtig finde, das Publikum war da. Die hatten Bock, die haben mitgeklatscht, die haben mitgesungen, mitgegrölt. Es war nicht die perfekte Aufnahme vielleicht jetzt, aber man hat gesehen, da diese Energie konnte man spüren, einfach die er ausgestrahlt hat, die in dieser Halle war. Und wir werden uns auf jeden Fall noch mehr Kontra K Live-Performances geben. Aber schreibt auch andere Leute rein, wo wir Live-Performances abchecken sollen. Ich suche irgendwas raus von Festivals, von Konzerten halt, von keine Ahnung, whatever. Ich werde eine Live-Performance finden, vertraut mir. Und dann werden wir abchecken, wie gut die sind. Aber Kontra K auf jeden Fall ultra krass. Heavy, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde ihm jetzt direkt... Wir können hier gerne so ein Rating reinmachen, warum nicht? Ich würde ihm eine 8,5 von 10 geben, von der Performance, weil man hat gemerkt, die Energie ist da. Aber ich glaube, dass das Blei zum Beispiel, oder wenn wir irgendwas mit der Pyro-Show haben, dass es noch krasser wird. Aber ich fand es schon sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was noch so kommt. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.